Alte Männer und Frauen sonnen sich in den Straßencafés. Überall Hochbetrieb. Mehr als 80 Gastronomiebetriebe haben geöffnet. Selbst die Spielhöllen flackern wieder. Die Menschen, die 22 Monate im Granathagel um ihr Leben rannten, laufen nun hier dem Glück hinterher. Und die Händler, die ihr schmuckes Gold in den Bunkern versteckt hielten, dekorieren die Schaufenster für ihre Kunden. Die Menschen trauen dem seit 36 Tagen haltenden Waffenstillstand. Bestes Beispiel, die Schrebergärtner, die ihre Beete bepflanzen. Hinter Autobarrikaden, direkt an der Frontlinie. Nur 200 Meter entfernt die Scharfschützenallee. Hier rollt die wieder in Betrieb genommene Straßenbahn noch bis zum Wochenende für alle zum Nulltarif. Nicht zuletzt deshalb hängen gerade die Kinder an der guten alten Tram. Genauso ein Andrang im jetzt wieder eröffneten Kino. Hier läuft der Film Ein unmoralisches Angebot. Bis zum Monatsende sind bereits alle Vorstellungen ausverkauft.